Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Blickpunkt Sport. Ihnen zu Hause und natürlich vor allem Ihnen angereist aus Österreich und aus Coburg hier im Studio. Wir haben uns gedacht, wenn die Gäste hier im Studio schon so weit gereist sind, dann sind die sportlichen Studiogäste umso enger angereist. Enger, das bedeutet, sie sind alle in einem Umkreis von 30 Kilometern zu Hause. Es ist fast eine Gaumeisterschaft hier heute bei uns im Blickpunkt Sport. Wir begrüßen ganz herzlich Deutschlands, so ist unsere Meinung nach wie vor, Renommier-Biathleten Nummer 1 aus Ruppolding, Fritz Fischer. Damit Sie sehen, dass auch die hervorragenden Alpinen in Ruppolding zu Hause sind. Deutschlands erfolgreichsten Trainer bei der letzten Skiweltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm, Franz Ringsgwandl. Nachdem bei uns bayerisch geredet wird und nicht englisch, gilt bei uns nicht Ladies First, sondern Alter vor Schönheit. Und in diesem Sinne, die Medaillengewinnerin bei der Skiweltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm, die einzige des Deutschen Skiverbandes aus Schleching, Traudl Hecher-Gewetz. Das mit dem Bayerisch habe ich nicht von ungefähr gesagt, denn auf Bayerisch gesagt war das Motto, bis zum Medaillengewinn von Traudl Hecher bei dieser alpinen Skiweltmeisterschaft, Schwormers Obe. Und unter dieses Motto hat auch Lambert Dinzinger seine Nachlese gestellt. Hier ist nicht die Goldschmiede der Österreicher. Hier ist ganz einfach die Welt noch in Ordnung.